So, dann würde ich noch ein paar Tipps loswerden wollen zum richtigen Zeitpunkt zum im Walde pennen. Da kann man nämlich auch ein wenig was falsch machen. Für den Anfang. Grundsätzlich kann man das schon das ganze Jahr über potenziell tun. Es gibt aber Zeiten, da ist es ein bisschen einfacher und Zeiten, da ist es ein bisschen schwieriger. Und es gibt noch eine Zeit, da sollte man es aus Naturschutzgründen vielleicht, wenn man dann möchte, eher sein lassen. Ja? So, also zunächst mal aus Sicherheitsgründen würde ich für den Einsteiger auf jeden Fall empfehlen, die erste Nacht im Walde im Sommer abzuhalten. Warum? Na, schlicht und ergreifend ist warm. So Sachen wie super kalte Schuhe am nächsten Morgen, so Sachen wie wirklich frieren in der Nacht, die wirklich extreme Überwindung, dann beim Aufstehen in kalte Klamotten wieder reinsteigen zu müssen. Das möglicherweise feuchte Klima, dass die Luft einfach so klamm ist. Das ist eben alles nicht unbedingt so schön für Anfänger. Wenn man für den Einstieg eine schöne Nacht im Wald haben möchte, eine problemfreie Nacht und herausforderungsarme, sage ich jetzt mal, das reine Schlafen im Wald an sich ist ja sowieso schon eine gewisse Herausforderung. Eine herausforderungsarme Nacht also im Wald verbringen möchte, dann bietet sich wirklich der Sommer an. Je nachdem, wie warm es dann im Sommer ist, braucht man außerdem erheblich weniger Ausrüstung, als man einfach zumindest von Wärmeerhalt, zumindest mal einen warmen Schlafsack für den Winter benötigt oder für den Herbst oder fürs frühe Frühjahr zumindest. Ja? Also das wäre schon mal ein guter Grund, was für den Sommer spricht. Außerdem haben wir im Sommer vermutlich wenig Sturmereignisse, die Bäume umschmeißen könnten und damit dann sehr, sehr gefährlich sind. Die haben wir meistens wieder im Herbst oder eben dann im Winter, teilweise auch noch eben im Frühling, aber im Frühling wäre eigentlich an sich so auch noch ganz gut, was Stürme angeht. Zu den Stürmen müssen wir jetzt gleich noch dazu sagen, wenn ihr euch im Sommer für den Laubwald entscheidet, dann seid ihr nicht unbedingt im sichereren Wald. Der ist meiner Meinung nach einfach angenehmer zum Schlafen, insbesondere ein buchenreicher Bestand wie der, in dem ich hier hocke. Und ihr seht es ja gerade insbesondere auf der Seite, man kann sehr weit gucken. Das ist einfach angenehm. Da fühlt man sich als visuelles Tier. Wir Menschen, wir riechen ja einen Feind nicht, wir hören einen Feind manchmal, aber vor allen Dingen sehen wir den. Das ist ja unser stärkster Sinn, den wir zur Verfügung haben, wenn wir uns in der Pampa und aufhalten und ohne unseren technischen Spielereienkrempel, weitestgehend ohne unseren technischen Spielereienkrempel auskommen müssen, dann ist es halt schon wichtig, dass wir ein Stück weit gucken können und wir fühlen uns dann einfach wohler, insbesondere wenn man möglicherweise noch ein bisschen psychische Problemchen mit der Waldübernachtung haben sollte, aber dazu erzähle ich auch noch ein bisschen was. Ja? Also so gesehen ist der Laubwald sicherlich angenehmer, aber der Haken ist, dass wir wegen den belaubten Kronen nicht so gut erkennen können, ob über uns irgendwelche Totäste in den Bäumen hängen. Ja, und wenn es dann wie jetzt eben durchaus relativ stark windet, dann sind wir halt nicht so sicher, wenn wir im Laubwald unterwegs sind, dass da nicht möglicherweise was vom Baum herabfallen könnte und uns potenziell treffen könnte. Darum würde ich nämlich potenziell wirklich eher den Nadelwald empfehlen. Der ist zwar sowieso auch grün und auch da sieht man Totäste in der Krone nicht so gut. Die Chance, dass da allerdings welche hängen, die demnächst abbrechen, ist geringer. Warum? Naja, weil ein Laubbaum von alleine tote Äste, die er nicht mehr braucht, abschmeißen kann. Beim Nadelbaum werden sie nur dann abgerissen, wenn sie wirklich vom Wind abgerissen werden. Das heißt, da müsste schon ein wirklich sehr, sehr starker Wind gehen, dass uns im Nadelwald ein Ast auf den Kopf fällt, möglicherweise auch gleich der ganze Baum. Aber auch das passiert eher nicht im Sommerhalbjahr, sondern eher im Winter. Darum, im Winter ist man im Laubwald sehr, sehr gut aufgehoben, weil A, sind die Bäume kahl, haben damit kaum Windwiderstand und werden dann auch nicht umgeschmissen. Zweitens, also B, sieht man tote Äste in der kahlen Baumkrone im Winter dann auch ganz hervorragend und kann sich genau aussuchen, wo man sich hinhockt bzw. hinlegt, damit da eben nichts in der Baumkrone hängt, was einem möglicherweise dann später gefährlich werden könnte. Tatsächlich ist das eben vielleicht mit das größte Sommerrisiko im Laubwald, weil wenn das dicht belaubte Baumkronen sind, dann wissen wir nie, was ganz oben in der Krone ist, und wenn da noch ein toter
Brutast hängt, der demnächst abgeworfen wird, dann sitzt man trotzdem drunter und werden nie erfahren, dass der da gewesen ist, bis er halt runterkommt. Ja, jetzt möchte ich nicht unnötig Angst und Schrecken verbreiten, aber das Risiko, dass einem ein Ast auf sein Lager fällt oder auf einen selber fällt, das ist durchaus vorhanden. Das ist vielleicht so mit eins der realistischeren Risiken, die man so hat, wenn man im Walde pennt. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr euch wirklich Zeit nehmt, einen Lagerplatz ausgesucht habt, halt rechtzeitig da seid, dann da noch ein bisschen rumhockt und wirklich ganz viel in die Baumkronen guckt. Und solltet ihr doch noch einen Ast entdecken, der euch irgendwie nicht so ganz stabil vorkommt und so aussieht, als würde er demnächst runterkrachen, dann baut das Ganze halt nochmal um, im Zweifelsfall. Ja? Also würde ich persönlich vorschlagen, da auf Nummer sicher zu gehen. So. Ansonsten ist der Sommer aber super, denn im Frühjahr, da wäre es jetzt theoretisch ja auch schon möglicherweise warm genug, also das bereits warme Frühjahr, auch gerade wenn der Wetterbericht sagt, jetzt haben wir eine Woche durchgehend 20 Grad oder solche Späße, auch Nachttemperaturen nicht unter 12, 13, 14 Grad, sowas um den Dreh. Da könnte man jetzt auch schon draußen schlafen, aber wenn man Naturfreund sein möchte und gerne Rücksicht nehmen möchte auf Tiere und vielleicht auch möchte, dass die Tiere auf einen selbst Rücksicht nehmen, das kommt nämlich jetzt auch noch erschwerend dazu, sage ich gleich, dann meidet man die sogenannte Brut- und Setzzeit. Und die ist plus minus im Frühjahr so mehr oder weniger, das kommt auch ganz stark von der Witterung, von der Dauer des Winters und so weiter und so fort, ist das alles abhängig, aber so mehr oder weniger so von Ende Februar bis Mitte Mai schlimmstenfalls. Ja, manchmal ist Anfang Mai auch schon vorbei, manchmal ist Anfang April auch schon vorbei, zumindest mit einem Großteil der Brut- und Setzzeit, aber so mehr oder weniger diesen Zeitraum, der ist jetzt zumindest für die ersten Waldübernachtungen auch nicht so wirklich toll. Warum? Ja, weil es halt auch nicht ganz ungefährlich ist, beziehungsweise das Risiko, dass man beim Walde betreten irgendein Wildschwein überrascht, dass zu diesem Zeitpunkt gerade noch harmlose, also wehrlose, so rum, Frischlinge im ganz jungen Stadium hat und auf die besonders gut aufpassen möchte und die können nicht wegrennen, insbesondere die ganz, ganz Kleinen, die noch weniger als 2 Wochen alt sind, die können wirklich noch nicht wegrennen, dann wird sich die Bache, also die Schweinin sozusagen, möglicherweise dafür entscheiden, ihren Nachwuchs jetzt doch lieber aggressiv zu verteidigen. Und wenn man das vermeiden möchte, dann geht man im Frühjahr eben auch nicht unbedingt von den Wegen runter im Walde und schon gar nicht in irgendwelche dichten Waldbestände, sowas wie da hinten. Da versteckt sich kein Wildschwein. Ja? Das weiß das Wildschwein auch, dass es da hier von jedem gesehen wird, der hier irgendwie vorbeikommt. Und darum ist das hier ein relativ sicherer Bestand. Da habe ich aber ich sitze hier absichtlich hier. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das ein Zufall gewesen ist. Und ja, ne, also das sollte man auch noch im Hinterkopf behalten. Generell ist im Herbst, hat man einen zuverlässigen Wetterbericht und weiß, dass kein Sturm kommt, dann ist im Herbst sicherlich auch nicht verkehrt. Hat man dann einen warm genugen Schlafsack und für den Winter gilt das noch viel, viel, viel mehr. Ein bisschen Erfahrung sollte man haben, weil es sonst wirklich gefährlich werden kann, weil ohne Erfahrung und bei wirklich völlig blödem Verhalten, das kann ja mal passieren. Das muss gar nicht heißen, dass man deswegen blöd ist, sondern man ist einfach unerfahren. Dann kann das im Winter tatsächlich auch einfach wegen den Temperaturen gefährlich werden. Also so bei unter 10 Grad Nachttemperatur durchgehend kann man technisch gesehen schon erfrieren. Das ist möglich. Daher würde ich auch für die ersten Nächte so empfehlen wollen, dass man halt eben guckt, dass zumindest laut Wetterbericht Höhenlage noch mit einkalkulieren. Ne? Wenn es im Dorf 12 Grad hat, hat es auf dem nächsten Berg oder halb auf dem nächsten Berg, je nachdem wie hoch der ist, möglicherweise dann nur noch 8 Grad. Das kann schon mal vorkommen. Ja? Also da Höhenlage mit einkalkulieren und dann gucken, dass man nicht unter diese 10 Grad Marke fällt. Ich würde empfehlen, gar nicht erst unter die 13 Grad Marke zu fallen. 13 Grad ist ja meistens schon noch eine relativ angenehme Temperatur, bei der man mit einem Pullover, einem dicken, noch gemütlich im Wald hocken kann und sollte dann beim Nachtschlaf irgendwas schief gehen, dass man irgendwie nicht schlafen kann oder dass was weiß ich was los ist, dann ziehst du deinen Pullover an und dann hockst du dich halt unter deine Plane und schlimmstenfalls wartest du, bis es hell wird. Möglicherweise gehst du auch vorher nach Hause, irgendwie sowas in die Richtung, aber da kann einem einfach von den Temperaturen her nicht wirklich was passieren. Darum anfangen mit sehr, sehr, sehr moderaten Temperaturen. Ja, so. Also nochmal, für den Sommer wäre man im Nadelwald tendenziell sogar noch ein bisschen rein vom Astfeld, vom Baumrisiko sicherer aufgehoben.
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Wald von einem Ast erschlagen wird, wenn man da übernachtet? Höher, als wenn man nur ein paar Stunden da ist. Ja? Aber mir ist dreimal ein Ast so im Abstand von 4-5 Metern vor mir mal runtergefallen, mal hinter mir runtergefallen, mal neben mir runtergefallen. Das waren selten wirklich große Dinger. Die hätten alle wehgetan, die hätten mich aber alle nicht gekillt. Und ich habe schon sehr, sehr viel Zeit im Wald verbracht. Aber rein statistisch gesehen besteht halt trotzdem das Risiko. Das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man im Walde pennen möchte. Und damit muss man dann halt irgendwie leben können, dass dieses Risiko besteht. Ja? Also, es ist unglaublich gering, wenn man dazu eine genaue Statistik wissen möchte, wahrscheinlich nochmal 10.000 Mal so niedrig wie bei einem Flugzeugunfall zu verunglücken. Und die sind ja ohnehin auch schon sehr, 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 sehr sicher. Beziehungsweise, dass man dabei verunglückt, ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also statistisch ist das wirklich extrem gering. Andererseits richtet sich die Statistik auch an den Durchschnittsmenschen und nicht an jemanden, der 24 Stunden im Wald verbringt. Oder 18 Stunden. Oder auch meinetwegen nur 12, was weiß ich. Je nachdem, wie früh ihr kommt und wie spät ihr wieder geht. So, also das zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen zur richtigen Zeit, um im Wald zu pennen. So, jetzt brauchen wir noch den richtigen Schlafplatz. Und da das Wetter jetzt inzwischen auch wieder mitmacht, gucken wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Warum hängt jetzt meine Plane da, wo sie hängt? Warum hängt sie nicht woanders? Es hätte noch diverse andere Plätze gegeben. Da schauen wir jetzt mal, was wir hier so finden können. So, Rudagerplatzsuche. Zunächst mal brauchen wir natürlich erstmal einen Waldbestand, der uns gefällt. Ja? Das habe ich jetzt hier ja schon gemacht, ich bin ja schon drin. Aber ihr könnt ja mal beim Spazifizieren gehen, bei euch daheim oder in dem Wald, wo ihr möglicherweise überlegt, das könnte doch ein schöner Wald sein. Guckt. Schritt 1, guckt mal auf eine Karte. Ja, Google Maps meinetwegen, völlig egal. Sucht euch ein großes Waldgebiet. Möglichst mit relativ wenig Wegen drin, möglichst mit wenig Straßen drin, solche Späße. Andererseits direkt neben der Autobahn hat man wahrscheinlich auch seine Ruhe im Sinne von Besuchern, nicht im Sinne von Lärm. Also das würde ich auf keinen Fall für die erste Nacht empfehlen wollen, dann einfach dann neben der Autobahn oder solche Späße. Also ein schönes, großes Waldgebiet suchen. Wer das Pech hat, in einer großen Stadt zu wohnen, muss dafür möglicherweise weit fahren. Insbesondere wer das Pech in Anführungszeichen hat, meinetwegen im Rhein-Main-Gebiet oder im Ruhrgebiet oder im Speckgürtel von Berlin zu hocken. Wobei, das sollte eigentlich gar nicht so schwierig sein. Berlin wird ja recht schnell sehr ländlich, sobald man da raus ist. Ne? Also nach Brandenburg raus. Egal. Aber das muss ich niemandem sagen. Das wisst ihr am besten für euch in der Region am besten, wo es große Waldgebiete gibt. Nur halt wirklich nicht direkt den Stadt Wald. Und bitte Folgendes auch nicht machen, nicht mit dem Auto zu irgendeinem Waldparkplatz fahren, aussteigen, 100 Meter in den Wald reinrennen und denken, da sei man jetzt versteckt. Nein, ist man nicht, insbesondere wenn das Auto da noch steht. Im Idealfall parkt ihr gar nicht über Nacht an einem Waldparkplatz, weil das ist in jedem Fall verdächtig, weil wenn da einer über Nacht parkt, dann hat das meistens irgendwelche ähnlichen Gründe, wie genau die, die ihr auch habt, um da über Nacht zu parken. Also da kommt man drauf. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, jetzt haben wir zwar gesagt, es ist nicht sonderlich verboten, im Walde zu nächtigen, aber trotzdem, es ist einfach für das Gesamterlebnis vorteilhaft, wenn man nicht zwischendurch gestört wird. Zumal trotz der Tatsache, dass es nicht wirklich verboten ist, trotzdem jeder Förster jederzeit ein Argument finden kann, um einen des Platzes zu verweisen. Also wenn der gar nicht weiß, dass man da gewesen ist, dann ist auch alles in Ordnung und auch der Förster hat keine Arbeit und alle sind glücklich, alle sind froh. Ne? Gut. Jetzt gucken wir uns hier jetzt eben mal um. Das ist, wie ich ja schon erwähnt hatte, ein Buchen-Eichen-Mischbestand, größtenteils Buche. Wege seht ihr keine, liegt daran, dass die tatsächlich alle sehr weit weg sind. Wir sind hier also richtig schön ab vom Schuss. Das wäre also so unser erstes Kriterium. Wir nehmen uns eine Fläche, die groß genug ist, wo die nächste Vorstraße so weit weg ist, dass man sie zumindest mal nach Möglichkeit nicht sehen kann. Auch das ist sicherlich in jedem Wald der Fall. Wenn ihr halt dann zwangsweise irgendwo nächtigen müsst, wo dann doch irgendwo eine Vorstraße in der Nähe ist, dann guckt zumindest, dass das eine nicht so häufig begangene Vorstraße ist. Nach Möglichkeit führt sie auch nirgendwo hin, das gibt es auch häufig, dass die wirklich nur für reine forstwirtschaftliche Zwecke da sind und darauf spazieren gehen überhaupt keinen Sinn macht. Dann ist es meistens auch nicht so dramatisch, dass da eine Straße ist. Ja, dann finde ich es persönlich am gemütlichsten, wenn ich ein bisschen weit gucken kann im Walde. Natürlich hat man mehr Deckung, wenn man sich irgendwo im Unterholz verkriecht. Als Anfänger würde ich aber auf
keinen Fall und auch sonst nicht empfehlen, sich im Unterholz zu verkriechen, weil da haben halt auch die Tiere Deckung und die stört man dann mit seiner Anwesenheit. Und das werden sie einem nachts dann durchaus auch lautstark eventuell kundtun. Und ein paar Tiergeräusche sind schön, ein paar Tiergeräusche gehören zu einer Waldübernachtung auch immer dazu. Aber dass die Rotte Wildschweine vorbeikommen, will man für die erste Nacht vielleicht nicht unbedingt haben. Kann man auch nicht hundertprozentig ausschließen. Auch hier gilt wieder, es ist schon ein Unterfangen, dass man sich trauen muss. Ja? Es ist nicht 100% harmlos, es ist nur 99,9% harmlos. Gut, also generell ein solcher Waldbestand wie dieser, das kann ich empfehlen, ob das jetzt ein Eichenwald ist, ein Buchenwald, ein Eichenbuchenwald, ein Erlenwald, dann hat man relativ nassen Boden, ne? Und das ist einfach relativ wurscht. So, dann wollen wir auch keinen Steilhang, sondern wenn überhaupt dann nur einen leichten Hang, wie das jetzt hier der Fall ist. Der ist aber überall so leicht nur hangig, dass man in der Lage sein sollte, überall irgendwo ein Plätzchen zu finden, wo man einigermaßen gerade liegen kann. Auch nochmal ein guter Tipp, hat man nur einen Hang zur Verfügung, ja, und findet ums Verrecken keine ebene Fläche. Das sieht jetzt eben aus, ist es aber nicht hundertprozentig. Wenn einem nichts Besseres einfällt und man keine ebene Fläche findet, dann kann man auch einfach Folgendes tun. Ja, und schmeißt dann auf sowas seine Isomatte und hat dann quasi den Hang einfach ausgeglichen, indem man ein bisschen Laub zusammen gerecht hat. Das ist also wirklich mit minimalen Aufwand 1-2 Zentimeter Höhe auf der einen Seite und schon hat man eine leichte Hangneigung problemlos ausgeglichen. Und dann macht man halt zur Not auch noch 3 oder 4 Zentimeter und spätestens dann hat man die Hangneigung problemlos ausgeglichen. So, jetzt bin ich hier ja wie gesagt an einem Luxusplätzchen. Hier gibt es auch nirgendwo einen Hochsitz. Ansonsten wäre es jetzt natürlich noch ein Thema, nachdem wir eine Fläche gefunden haben, die wir gut finden, dass wir jetzt hier noch rumlaufen und mal gucken, ob wir denn nicht möglicherweise irgendwo noch einen Hochsitz finden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, falls man einen Hochsitz findet. Möglichkeit 1, man findet das gut und wenn der Jäger kommt, dann sieht er, dass man da ist und dann positioniert sich so, dass der Jäger sieht, dass man da ist, dann kommt schon nicht zu Verwechslungen und zu bedauerlichen Unfällen. Ja? Ist überhaupt kein Hochsitz da, dann kann es auch nicht zu Verwechslungen und bedauerlichen Unfällen kommen. Das ist natürlich noch besser. Aber das hängt vom Charakter ab, so ein Stück weit. Ja, wenn man wirklich sagt, okay, Hochsitz, kein Problem, dann weiß ich wenigstens, wenn der Jäger kommt. Oder ob man sagt, oh, Hochsitz, ja nee, dann gehe ich irgendwo hin, wo der mich nicht sieht. Das ist eine Charakterfrage. Gefährlicher ist sicher Letzteres. Nerviger möglicherweise, auch wenn das dann ein Jäger ist, der sich gar nicht freut, dass man anwesend ist, ist natürlich dann eher Ersteres. Ja? Muss man je nach persönlichem Gutdünken entsprechend so oder so tun. Jetzt habe ich häufig in den Kommentaren lesen dürfen, bei mir gibt es überall Hochsitze. Ja, dann ist das natürlich bedauerlich. In dem Fall entweder den Wald wechseln oder damit irgendwie zurechtkommen. Was heißt bedauerlich ist relativ. Die haben ja eine Funktion, die Dinger. Und dementsprechend ja, muss man dann halt sich damit irgendwie arrangieren. Aber wenn es ganz viele Hochsitze gibt und nicht ganz, ganz viele Jäger, dann war der einfach nur fleißig im Hochsitz aufstellen. Die Chance ist er an demjenigen, an dem man sich dann mal befindet, für die eine Nacht in genau der Nacht vorbeikommt, ist dann auch wieder sehr, sehr, sehr gering. Auch darüber kann man sich im Klaren sein oder sollte man sich im Klaren sein, dann ist das auch gar nicht so dramatisch. Gut, ne? Also so grundsätzlich vom Waldtyp hier passt das. Ja, einen Haufen Unterholz wollen wir eben nicht haben, weil sich Tiere drin verstecken können, die könnten wir stören oder sie sind gegebenenfalls Wildschweine. Wollen wir direkt am Wasser? Das ist auch nochmal wichtig. Nein, wollen wir nicht. Warum wollen wir das nicht? Na, da hat es dann Mücken, da hat es möglicherweise erhöhte Luftfeuchtigkeit, da kommen möglicherweise die Tiere erst recht vorbei, um einen Schluck zu trinken und solche Späße. Daher würde ich ein eher trockenes Waldgebiet ohne direkte Nähe. Nee, dachte schon, ich hätte was gehört, was Tierisches. Aber ein Waldgebiet ohne direkte Nähe zum Wasser würde ich da bevorzugen. Und wenn du Wasser brauchst, dann gehst du halt irgendwo hin, wo du 400, 500 Meter bis zum nächsten Bach hast oder bis zum nächsten Brunnen oder wohin auch immer, wo du dann Wasser kriegen kannst. Das ist ja kein Problem, mal 400, 500 Meter schnell mal zu laufen, um Wasser zu holen. Also so wäre es hier jetzt auch der Fall. Also würde ich jetzt noch Wasser brauchen, ich habe genug dabei, mehr als genug.
war, dann hätte ich ungefähr 500 Meter bis zur nächsten Wasserquelle Stelle und könnte nachfüllen. Ne? So, ja, also im Großen und Ganzen, das hier wirklich ein tolles Gebiet zum Pennen, auch eben wegen der Abgelegenheit, wegen der fehlenden Wege, wegen der fehlenden Hochsitze und wegen der fehlenden Dickungen, dass hier also eben auch nicht mit allzu viel Tier zu rechnen ist. Wenn hier nachts Tiere auftauchen, dann nur, weil sie hier vorbei wollen und das einfach ihr Transitgebiet ist. Anders schaut es im Herbst aus, das ist ein Buchen-Eichenwald, da fallen jede Menge Bucheckern und jede Menge Eichen runter und da wird sich dann die Sau auch gütlich tun und da jede Menge von Snacken, sofern dann welche da sind. Aber jetzt halt eben noch nicht, weil ist ja noch Sommer. Und das wissen die Tiere auch. So, jetzt machen wir gerade ein paar Beispielchen, wo man sich denn möglicherweise hinlegen könnte. Also da, wo ich jetzt sowieso schon liege, das ist natürlich nicht ganz verkehrt, aber man muss wissen, Hangrichtung ist jetzt so. Ja? Also das ist die eigentliche Hangrichtung. Ich liege also weder parallel zum Hang, noch längs zum Hang, sondern so leicht schräg. Das ist oft das Beste, wenn man irgendwo sich am Hang positionieren muss, weil weder rutscht man direkt runter, noch rollt man direkt runter. Man macht so irgendwas dazwischen und das habe ich, ist für mich persönlich einfach so der Erfahrungswert, ist noch die stabilste Methode. Sollte ich dann doch noch feststellen, wenn ich da eine Weile liege, dass es mir doch noch ein bisschen zu sehr hanglastig ist, dann werde ich mir auch noch ein bisschen Laub anhäufeln, einfach unter der Isomatte oder möglicherweise den leeren Rucksack noch unter die Isomatte legen, einfach so ein bisschen als Stopper, um eben die Hangneigung auszugleichen, aber das sollte eigentlich kein großes Problem sein. So, wo hätte man sich noch hinlegen können? Laufen wir mal hier ein bisschen rum. Hier direkt da vorne. Hier, das ist so eine ganz leichte Mulde, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, da hätte man sich auch hinklatschen können. Ich habe halt nur gerne einen geeigneten Baum in der Nähe, wo ich mein Dach festmachen kann. Dann zwischen diesen beiden Bäumen wäre sogar ganz hervorragend gewesen. Seht ihr, das ist ziemlich gerade und die sind auch schön dünn. Da kriegt man auch prima eine Schnur dran festgemacht. Die stehen ziemlich genau weit genug auseinander. Wohlgemerkt, die sind zu dünn und zu jung, als dass man da eine Hängematte dran hängen könnte. Ich würde sowieso für die erste Nacht im Walde erstmal auf dem Boden pennen empfehlen, weil eine Hängematte habt ihr nicht einfach so zu Hause. Eine Isomatte habt ihr wahrscheinlich schon einfach so zu Hause. Irgendeine Plane, da tut es wirklich egal was. Und irgendeinen Schlafsack braucht ihr auch, wenn ihr in der Hängematte pennen wollt. Daher, bevor man anfängt, sich erstmal eine Hängematte zu kaufen, um im Wald pennen zu können, würde ich erst die erste Nacht auf dem Boden wirklich vorschlagen wollen und bevorzugen wollen. Da wäre das hier auch nochmal ein prima Plätzchen. Vielleicht wäre das sogar der bessere gewesen. Ja? Also es ist oft so, dass man dann hinterher, wenn man noch ein bisschen guckt, je nachdem in welchem Gelände man unterwegs ist, noch den einen oder anderen tollen Ort finden kann. Übrigens, dass da eine Colaflasche rumliegt, das ist meine, das ist kein Müll. auch hier hätte man sich prima hier ein Seil dran machen, Tab so abspannen, ja, so, und dann hier einfach hinlegen. Das hätte auch prima funktioniert. Füße nach unten Richtung Baum. Würde man nach unten rutschen, würde man vom Baum gestoppt werden. Das heißt, man kann nicht allzu weit rutschen. Das sind dann also auch oft sehr, sehr gute, sehr lustige Schlafplätzchen. Negativbeispiel, ich hätte mich zum Beispiel von diesem dünnen Baum da ferngehalten, weil der sieht mir irgendwie, ja, der macht mir keinen allzu dollen, das sind zwei, aber ist noch nicht abgestorben, sieht aber beides nicht so richtig gesund aus, ist schon noch grün, aber irgendwie sind die mir nicht koscher. Und da kommt jetzt noch ganz entsprechend dazu, man muss auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, wo fühlt man sich denn wohl, wo gefällt es einem. Häufig ist es übrigens auch, wenn man nicht in ganz trockenen Wäldern unterwegs ist, dass diese Gesellen hier auftauchen. Die können einem die Nacht auch relativ versauen, wenn davon sehr viele unterwegs sind. Die kriechen nämlich sehr, sehr gerne auch unter ein Tarp, da hinten ist es, und dann gerne auf Rucksäcke, in Schuhe oder sonstige Späße oder auf Schlafende drauf. Also vielleicht mit das schlimmste Tier für mich persönlich, was im Wald so anzutreffen ist, ist tatsächlich die Nacktschnecke.
So, manchmal findet man auch total unscheinbare Wege. Das wäre hier jetzt der Fall. Ja, das könnt ihr fast nicht erkennen wahrscheinlich. Aber das hier ist eine Rückegasse. Ist halt eine sehr, 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 sehr gute Rückegasse, die so ja, wenig sichtbar ist, dass man sie echt mit der Lupe suchen muss. Da hat man dann häufig eben auch noch mal eine extra ebene Fläche, beziehungsweise kann in den kaum vorhandenen Fahrrillen auch eine schöne Mulde finden, wo man dann mit der Isomatte sich reinlegt und dann ganz gemütlich liegen kann. Einfach mal ausprobieren, mal Test liegen, Isomatte hinlegen, Plane drunter legen, hinlegen, testen, wo es sich gut liegen lässt. Ist man rechtzeitig am Platz angekommen, wo man möglicherweise nächtigen kann, dann kann man auf 4 oder 5 unterschiedliche Positionen mal Test liegen, jeweils 3-4 Minuten liegen bleiben, wegen mir auch 10 jeweils, ist völlig egal. Und mal gucken, ob es einem da gefällt. Und so findet man einen schönen Schlafplatz. Nur immer nie vergessen, bevor man sich entscheidet, wirklich nochmal nach oben gucken, nach toten Ästen suchen. Hier hätten wir zum Beispiel einen. Ne? Also der da, dieser Steilast, der ist schon tot. Der könnte theoretisch demnächst runterkommen und dann würde ich hier zum Beispiel wirklich nicht gerne drunter liegen wollen. Ja, auch da drüben, hier gibt es auch einen Steilast. Ich kann jetzt leider nicht näher ranzoomen, aber auch da ist ein Teil davon zumindest abgestorben. Der könnte dann auch runterkommen. Also ganz, ganz wichtig, habt ihr ein schönes Plätzchen gefunden, guckt wirklich noch eine Zeit lang in die Baumkrone. Wichtig, wichtig, wichtig. So viel dazu.